Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir schauen heute auf US-Dollar, japanischen Yen, Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, Austral-Dollar, Kan-Dollar und wie gestern auf unseren Lieblingsleitindex hier, den DAX. Der hat gestern wunderbar funktioniert, unsere Kauflevel aufgegriffen, um dann nach oben durchzustarten. Ich hatte es ja gestern schon gesagt, hier 11.500 Punkte sind greifbar. Zack, ein paar Stunden später, bam, haben wir es da. Wunderbar, schöne Geschichte hier an dieser Stelle. Schauen wir uns gleich in den Charts an und wir schauen auch natürlich gleich darauf, was hier im DAX heute auf uns warten kann. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dazu ganz klar, wie immer noch, danke für die ganz, ganz lieben guten Morgengrüße, die ich hier über Facebook bekomme und auch über GoToWebinar. Und verbunden mit der Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, nicht traurig sein, hier sich zurückhalten und sagen, ach, geht nicht. Nein, geht alles rein in die Chats. Ich kümmere mich drum und analysiere gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Hier haben wir schon die erste Frage. Britisches Pfund, japanisches Yen machen wir gleich an dieser Stelle. Zuvor allerdings wie immer der Blick auf die Nachrichten für den heutigen Handelstag. Ein paar gibt es, nicht ganz so viele, aber interessant haben wir hier die Sache mit dem GfK-Konsumklimaindex hier an dieser Stelle. Er ist am Steigen, leicht am Steigen, aber wenn wir sehen, im letzten Monat stand er bei minus 23,1, jetzt steht er bei minus 18,9, ist immer noch grottenschlecht, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es gibt so leichte positive Tendenzen. Das haben wir auch gestern bei den Wirtschaftszahlen gesehen, beim IFO-Index, da gucken wir ja am Freitag drauf. Also es scheint sich so langsam was zu bessern. Das Ganze, wie schon gesagt, sieht man auch bei den Entwicklungen der weltweiten Indizes. Was gibt es noch? 14.45 Uhr spricht ein EZB-Mitglied aus den Nachrichten am Nachmittag. In den USA bekommen wir das Conference Board Verbrauchervertrauen für den Monat April. Nein, für den Monat Mai, so rum. Man geht auch hier von einem leichten Zuwachs aus. Letztes Mal waren es 86,9 Punkte, jetzt geht man von 88 Punkten aus. Das Ganze hier um 16 Uhr zusammen mit den Verkäufen neuer Häuser am Abend. Dann gibt es noch eine Rede eines FOMC-Mitglieds. Das zu ein paar Nachrichten für den heutigen Tag. Bitte selbst auch die Nachrichten checken bei den Währungspaaren, die hier selbst getradet werden, weil da ist es immer wichtig, dass man schon weiß, wann welche Nachrichten kommen. Und wir blicken damit direkt rein in die Märkte und starten mal durch hier mit den Währungen. Ich bin mal im japanischen Yen geblieben, also US-Dollar, japanischer Yen. Und hier haben wir eine sehr, sehr interessante Verortung, die wir hier sehen. Ich mache mal das Bild noch groß hier im Facebook-Stream, damit man das gut lesen kann. Also wir sehen hier US-Dollar, japanischer Yen. Ich zoome gleich näher ran, aber hier ist was Interessantes passiert. Das habe ich gestern schon im Laufe des Tages gesehen, dass wir hier in diesem Dreieck uns eher bullisch als bärisch verhalten. Und das Ganze, wenn man sich das mal anschaut, ist schon eine interessante Geschichte, die wir hier haben. So, jetzt gehe ich mal kurz näher ran an den Markt hier, dass wir es ein bisschen besser erkennen können. Schaut mal, wir haben hier schön das Dreieck oben da. Wo ist das Dreieck verortet? Das ist jetzt hier die Frage. Wenn wir uns den aktuellen Trendverlauf anschauen, hier im 4-Stunden-Chart, haben wir hier den aufwärts gerichteten Markt ganz klar. Und wenn wir da ein Dreieck haben, ist so ein Dreieck eher aufwärts als abwärts verortet. Das heißt, die bullischen Tendenzen sind hier da und die Möglichkeiten zur Oberseite auszubrechen sind im Gange. Jetzt sind wir ausgebrochen. Was haben wir für eine Chance? Und hier, und das ist das Schöne, haben wir tatsächlich die Chance, oben das Widerstandslevel rauszunehmen und dann, ich zoome es jetzt mal etwas näher zusammen, hier dieses Widerstandslevel um die Marke von 108,1. Da sind wir schon mal rangelaufen hier im Trend hoch. Und wenn wir das tatsächlich rausnehmen, von unten nach oben, nach dem Ausbruch aus dem Dreieck, das wäre sehr, sehr interessant, weil dann steht uns der Weg offen im größeren Rahmen erstmal hier bis dahin, wo schon mal der erste Trendbruchversuch hier kam, um die Marke von 109,4. Zwischendrin haben wir hier oben noch ein Korrekturlevel um die 109,7 und schaut mal, hier haben wir noch einen Schwungbereich um die 108,5. Also auf der Oberseite gibt es einiges an Potenzial abzuholen und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und dann kann man diesem Ausbruch hier durchaus auch folgen. Was dazu notwendig ist, ist ganz klar,
Hier der kleine Ausbruchstrend muss natürlich fortgesetzt werden. Das ist der, den wir hier sehen. Schaut mal hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Da brauchen wir das Ganze natürlich nach oben hin fortgesetzt. Das heißt, wir müssen ohne weiteres selbstredend hier über diese Linie drüber laufen, also über dieses Zwischenhoch um die 107,92 da drüber. Und dann ist kurzfristig der Weg erstmal bis 108. Also das ist für die kurzfristigen Händler durchaus interessant. Frei da oben hin. Und wenn wir das drüber wuppen, dann wird es auch für die Swing Trader sehr, sehr interessant, weil dann haben wir die Chance, tatsächlich weit, weit oben reinzulaufen. Nach unten hin sind wir abgesichert. Erstmal hier unten am Support. Die 107,33 sollten an dieser Stelle definitiv halten. Das heißt, falls es hier oben irgendwo noch zu einer Umkehr kommt, wie auch immer, und man sagt, ich möchte jetzt einen Abprall traden von oben nach unten, dann haben wir auch im längeren Bereich hier unten das Support-Level. Im kurzfristigeren Bereich haben wir dann noch hier den kleinen Schwungbereich unten dran. Schaut mal hier, das kleine Halte-Level hier unten um die Marke von 100, naja, was haben wir, 107, 65 bis 67 hier in diesem Drehbereich. Das sind die Dinge, die wir schön im kleineren Bild sehen. Hier schaut mal, hier sind wir rumgeschwungen, rauf, hoch, ran, hoch, ran, hoch. Also diese Marke hier um die 107, 6, 50 bis 70 oder an die 700 dran. Wo haben wir es hier? Kurzen Augenblick. Ich ziehe es noch eine zweite Linie hier in diesem Level, was wir hier haben. Das also 107,7 und 107,650. Der Schwungbereich, den haben wir auf alle Fälle mal als Supportbereich auch zwischendrin als Anlaufmarke. Also es bleibt hier sehr, sehr, sehr spannend. Und hier sehen wir noch die Sache mit dem untergeordneten Trendverlauf zu dem 4-Stunden-Trend. Das ist mal der Trend, der hier läuft. Der ist in Korrektur. Und wenn der sich, wie schon gesagt, nach oben hin fortsetzt, dann haben wir hier das Szenario, dass wir eher die Oberseite suchen und dann den Anlaufpunkt erst einmal hier, wie schon gesagt, im nächsten Widerstandsbereich am Zwischenhoch bei um die 108,1 definitiv mit da haben im US-Dollar, japanischen Yen. So, jetzt machen wir noch die zwei anderen Währungen, und zwar Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, Austral-Dollar, Kanadier-Dollar. Dann schauen wir auf den DAX und dann geht es weiter mit den Wunschmärkten. Wie schon gesagt, einen Wunschmarkt haben wir schon. Wer noch was auf dem Herzen hat, bitte einfach reinposten. Ich gehe gerne auf die Märkte ein. So, nächster Chart, Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, gestaltet sich hier mit einer Umkehr, kommt momentan noch nicht so richtig in die Puschen, wie man das so schön sagt, aber die Umkehr ist halt da, und das Schöne ist, wir sind verortet in einem Trend, und zwar in einem Aufwärtstrend. Schaut es euch an, hier unten vom Zwischentief im Mai, hier, zack, geht es schön nach oben. Der Markt trendet wunderbar nach oben und hat sozusagen jetzt innerhalb der Korrektur den Weg nach oben eingeschlagen. Wie schon gesagt, das Ganze alles relativ zögerlich, ja, muss man einfach so sagen. Aber die Umkehr ist da, das technische Signal ist da. Und wenn es hier zur Fortsetzung dieser ganzen Geschichte zur Oberseite hinkommt, dann ist der Weg nach oben hin auf die 108, also 1083, so rum, erst einmal geebnet. Das wäre zur Trendfortsetzung nötig. Und da haben wir den ersten Anlaufbereich mittelfristig. Da muss ich mal kurz etwas zusammenzoomen. Hier an dieser Stelle haben wir dann das Hoch vom Oktober letzten Jahres noch liegen. Da haben wir die Marke von 100, von 10865. Was habe ich denn heute nur mit der 100? Wahrscheinlich habe ich noch die Japaner im Kopf. Also, wie schon gesagt, wir kommen hier unten raus. Zwischentief haben wir bei 100, bei 10667. Das ist die Marke. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal in der untergeordneten Zeitreihe an. Heißt, hier sehen wir die beginnende Umkehr. Wir sehen es von unten hier. Das war die Korrektur. Da sind wir unten ins Tief reingelaufen. Und jetzt sehen wir, wie der Markt nach oben schwingt, so Stück für Stück. Ich zeichne das hier mal ganz kurz ein. Schaut, hier war die erste Bewegung nach oben hingelaufen. Dann haben wir so ein bisschen Gegenbewegung bekommen hier rein. Und dann ist es zur Trendentstehung gekommen. Wie schon gesagt, das Ganze alles relativ gemütlich, aber rein technisch ist der Trend halt da. Und mit diesem Trend haben wir auch eine Umkehr da. Und wenn schon der Markt weiter nach oben laufen sollte, dann wäre es schön, dass wir hier auch dieses Zwischenlevel um die 100, um die 10,075 rausbekommen. Und dann können wir hier den Ausbruchsbereich um die Marke von 10,078 anlaufen. Und dann ist der Weg auf die 10,083 nach oben hin frei. Wie schon gesagt, müssen wir schauen, ob es soweit kommt. Im kleineren Bereich, wie schon gesagt, haben wir hier den Supportbereich unten drunter liegen hier. Das ist mal die Drehmarke hier um die Marke von 10705 hier. Das ist der Supportbereich, den wir hier aktuell auch haben. Der Markt hier im Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Und damit gehen wir rüber zum Austral-Dollar, kanadischen Dollar. Auch hier der Blick ins Bild hier auf Tageschart. Ich musste hier leider für die Gesamtsituation mal das große, große Bild hier aufzeigen, sodass der Markt hier relativ klein zu sehen ist. Aber
Was mir wichtig ist, ist, das möchte ich jetzt im Vorfeld an dieser Stelle auch schon mal sagen, wenn wir tatsächlich hier aus dieser kleinen Flagge nach oben laufen, aus der flachen Konsolidierung, spricht das für eine Stärke im Australdollar, Kanndollar, für den Markt nach oben hin. Und die Anlaufpunkte kommen halt aus diesem etwas älteren Trendverlauf nach unten. Und die haben wir hier oben an den Swing Highs liegen. Das heißt, die Korrekturhochs um die 0,92,5 und hier drüben die 0,93,9. Das sind die Marker, die wir hier liegen haben. Und deswegen der Blick dort rein. So, jetzt schauen wir uns aber die genaue Situation im Detail mal an und da kann ich das Bild ruhig größer zoomen, nämlich hier an dieser Stelle, schaut es euch an, wir sind innerhalb des Trends, der hier nach oben läuft, hier, der ist ja schön am Laufen, hier auf relativ hohem Niveau konsolidiert und proben jetzt den Ausbruch aus dieser Konsolidierung nach oben. Setzt er sich fort und nimmt dieses Zwischenhoch hier raus bei 0,91,84, dann haben wir gute Karten, wirklich die Oberseite anzulaufen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch in der kleineren Zeiteinheit hier an. Ich wechsle mal eben kurz in den Stundenchart rein, ziehe den mal lang hier. Wir wollen ein bisschen was sehen an dieser Stelle. Und das heißt, wir sehen es ja hier. Die Stunde ist am Trenden nach oben und wenn ich das Ganze jetzt hier mal so zeigen darf, das hier war die Konsolidierung, also dieser letzte Bereich hier, das war der Konsolidierungsarm, den wir hier sehen und der wird, wie schon gesagt, jetzt nach oben verlassen. Wir sehen es hier, der Markt trendet auch hoch. Hier sehen wir jetzt ein kleines Dreieck auch, das ist auch ein bullisches Zeichen innerhalb der aktuellen Verortung und wenn das Dreieck tatsächlich oben rausgenommen wird, dann haben wir gute Karten hier, das Zwischenhoch bei 0,91,84 rauszunehmen und uns dann deutlich weiter nach oben hin zu orientieren. Das heißt, die Oberseite haben wir wirklich definitiv dort oben liegen. Hier, ich gehe noch mal ganz kurz rein, wir machen mal kurz den Wochenchart. Schaut es euch an, hier, die Swing heißt, da ist das Potenzial da und da ist einiges an Potenzial da. Und wenn wir das, wie schon gesagt, nach oben rausnehmen, haben wir gute Chancen für die Long-Seite im Währungspaar Australdollar, Kanndollar. Auf der Unterseite, wie schon gesagt, sind wir auch abgesichert. Hier, jetzt gehen wir aber nochmal in den kleinen Bereich rein. Sollten wir wirklich den Abprall nach unten sehen und der Markt wieder komplett in sich zusammenbrechen, dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier im Widerstand. Wir sehen es, das Ausbruchslevel, was wir hier haben. Da klemme ich euch meine Marke rein hier. Also das hier wäre das Level, das Ausbruchslevel hier um die 0,91 rum. Also dieser Schwungbereich, den wir hier haben. Und wenn das Ganze nicht hält, dann haben wir eine tiefere Korrektur und das Korrekturlevel hier unten. Da haben wir den Kaufbereich um die Marke von 0,90-200. Zwischendrinnen immer mal auch Anlaufbereiche hier, die wir nehmen können hier. Also das, wenn wir hier drunter brechen, dann sehen wir, was haben wir im Kleinen hier ein paar Level, ein paar Marken, die man durchaus als korrektive Umkehrmuster oder Anlaufpunkte für die Trade-Planung einer regressiven Phase nehmen kann. Hier im Australdollar, Kanndollar. Und damit wechseln wir in den DAX. Und den DAX, den haben wir gestern früh schon besprochen. Jetzt muss ich mir nur mal das Fadenkreuz hier nehmen. Wir haben jetzt hier den Stundenchart im DAX entsprechend. Und gestern hatten wir ja den 25. Jetzt muss ich selber erstmal ganz kurz gucken, wo wir morgens besprochen hatten. Genau, wir haben es gestern Morgen besprochen. Hier müssen wir mal kurz gucken, wo wir da gewesen sind. Hier. Das war es gewesen. Hier in diesem Verlauf sind wir reingegangen und wir hatten gestern Morgen gesagt, beziehungsweise in der Morgenbesprechung, die wir hier hatten an dieser Stelle, wir haben hier oben schon mal drüber gelupft, diesen kleinen Trend hier fortgesetzt. Ja, das war die eine Seite und wir hatten gestern aber in der Vormittagsbesprechung auch gesagt, wenn wir doch mal nach unten gehen sollten, dann haben wir hier im kleinen untergeordneten ein paar Anlaufbereiche. Die hatten wir aus den kleinsten Zeiteinheiten genommen, können wir uns gleich nochmal angucken. Und hier haben wir ein schönes Support-Level hier, das habe ich noch mit dieser dicken grünen Linie eingezeichnet. Hier ist ein Drehbereich gehabt. Ne? Hier war das Ausbruchslevel hier an dieser Stelle. Da hat der Markt Erfahrung gesammelt. Hier sind wir draufgelaufen, haben direkt wieder mit Käufen geantwortet. Und genau so ist es gestern auch gekommen. Der Markt ist hier nach dem ersten, sage ich mal, Ausflug oben drüber direkt runter korrigiert und hat den Kaufbereich direkt hier gefunden. Und wenn wir uns das mal kurz in den kleinen Zeiteinheiten anschauen wollen, schaut mal hier, Moment, da muss ich mal kurz, wir haben das im 5-Minuten-Chart besprochen. Wenn wir uns das mal anschauen, wo wir da rangelaufen sind, da sind wir wirklich schön an die Level rangelaufen, die wir hier gesehen haben. So, jetzt muss ich nochmal hier ein bisschen zaubern. Also, hoffentlich kriege ich es noch rein, kurzen Augenblick. Jawohl, da haben wir es. Also, hier, schaut euch, hier, das war gestern und hier, das waren im 5-Minuten-Chart die Anlaufpunkte, die planbaren Marken, wo wir durchaus Price-Action gesehen haben. Das mit Verkaufsdruck sehen wir und hier ist der Verkaufsdruck plötzlich weggegangen. Die ganzen Verkaufordern hier waren aus dem Markt und hier am Boden hat sich halt der Käuferbereich wieder etabliert, hat Käufer gefunden
Und dann sind wir schön nach oben getrendet. Und wo wir jetzt stehen, wissen wir ja, wir haben das ja gestern auch analysiert. Wir standen oder wir hatten den Markt gestern auch gesehen, hier um die Marke von 1500 Punkten. Da müssen wir mal in den Tageschart reingehen. Das heißt, das ist hier das Level vom Gap Close. Das hatten wir hier in diesem Bereich. Da sind wir jetzt rangelaufen. Und wenn wir uns dort etablieren, diese Marke entsprechend auch verteidigen, dann haben wir gute Chancen, hier Richtung 11.600 zu laufen. 11.625, das ist dieses Ausbruchslevel, was ich hier an dieser Linie gezogen habe. Und wenn es darüber dann hinausgeht, dann ist der Weg offen Richtung 12.200. Und was haben wir liegen? 90, 80 hier oben. Das ist 11.000, nein, 12.279,86. Also dieses Level hier, da oben, das wäre dann der nächste Punkt. Und da wird es spannend, was passiert hier an diesem Ausbruchslevel bei 11.625 Zählern. Das wird klasse, eine Geschichte. Gucken wir uns mal kurz den Stundentrend an. Der ist, wie schon gesagt, weit hier gut gelaufen, hier kurz korrigiert. Jetzt strebt er schon wieder nach oben. In der Viertelstunde hier ist Markteröffnung. Mal schauen, wie das Ganze läuft. Aber wir sehen hier im DAX auch den Optimismus, den er aktuell hat, dass wir uns hier auch in der Zukunft wieder erholen und die Wirtschaft so langsam wieder in Tritt kommt. Das ist das, was wir hier sehen. Kurzfristige Marker nach unten, interessanterweise. Dann nehme ich mir gleich mal diese Linien hier von gestern mit rein. Wäre mal heute das Tagestief bzw. der Stundentrendtief, was wir haben, um die Marke von knapp 11.474 Zählern. Bricht es unten drunter durch, dann haben wir die Anlaufpunkte da liegen. Da gehen wir einfach mal kurz ran. Schaut mal hier, das wäre hier das kleine Zwischenlow, was wir haben hier ganz knapp um die Marke von 11.437. Und dann haben wir noch den Kaufbereich hier unten. Das wäre dieses Level hier in etwa die Marke von 11.410. Das ist das, was wir im kleinteiligen Bereich haben. Und wenn wir uns das Ganze mal wieder im 5-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir, das sind die Swing-Lows des Trends, ja, was wir schön auf Tagesbasis bzw. Stundenbasis gerade gesehen haben. Das sind die wichtigen Marker. Wie schon gesagt, wenn es hier drunter läuft, ist erst einmal dieser Trend Geschichte. Und da müssen wir uns nach unten orientieren. Und wie schon gesagt, die Swing-Lows sind dann wichtig. Und hier der Ausbruchsbereich im Stundenbereich um die 11.400. Das sind mal die kurzfristigen Anlaufpunkte zur Unterseite hin, zur Oberseite hin. Da finden wir jetzt im Stundenchart nicht ganz so viel. Also selbst wenn ich den, glaube ich, eng zusammenraffe, sehen wir da nicht wirklich was. Wir sehen halt hier oben diesen Gap-Bereich. Da sind wir komplett mit drinnen. Da laufen wir drüber. Und danach war es das Ganze schon. Deswegen, der Tageschart ist hier relevanter. Und wenn wir, wie schon gesagt, hier oben an diesem Bruch bzw. Trendbildungslevel, das ist der Abwärtstrend, den wir hier schön, der große, auch auf Wochenbasis sehen, dieses Level, wenn wir das verteidigen, dann haben wir die Chance, wie schon gesagt, weiter nach oben zu laufen. Der Abprall an sich in den kleinen Zeiteinheiten, da haben wir entsprechend die Marke auch gerade gesehen. Soweit zum DAX. Wie schon gesagt, weitere Wunschmärkte sind offen. Auch andere Indizes, die US-Indizes, wer da mal was sehen will, gerne einfach reinposten. Und ich gehe jetzt auf den britischen Pfund, japanischen Yen ein. Da bekomme ich die Frage gestellt, ob der Trend gebrochen ist. Wenn Sie sowas mich fragen, bitte geben Sie mir immer mal noch eine Zeiteinheit, ja, weil wir können ja hier vom Jahreschart bis zum Minutenchart uns alles anschauen und da sehen natürlich die Trendverläufe immer etwas anders aus, logischerweise. Das liegt dann an der Zeiteinheit. Wir schauen jetzt einfach mal uns den britischen Pfund, japanischen Yen an. Hier an dieser Stelle, genau, da haben wir es da. So, jetzt gehen wir hier mal auf den Tageschart drauf. So, da ist es da und da sehen wir hier im Tageschart einen, ja, ganz klassisch intakt nach unten laufenden Trend. Also auf Tagesbasis ist hier nichts gebrochen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich zoome das mal kurz näher ran und ich zeichne den Trend mal kurz hier nochmal fort. Hoppala, das brauche ich nicht. Einmal rausnehmen bitte. Hier, schaut es euch an. Also hier, da ist im Endeffekt der Abwärtstrend, der ist am Laufen. Der große Übergeordnete ist nach unten am Laufen. Dieser Trend hier ist auch nach unten am Laufen. Der ist gerade in seiner Korrektur sozusagen. Wartet mal, ich nehme mal kurz das hier nach drüben. So, hier schaut euch das. Hier ist die Korrekturbewegung und die Korrektur kann laufen ohne weiteres, ohne diesen Aufwärtstrend hier, ja, sage ich mal, kaputt zu machen, bis oben rein in die 133.2. Da ist genug Luft. Da wird sich zwischendurch untergeordnet natürlich hier ein Aufwärtstrend bilden, aber ja, wie soll ich sagen, das ist in diesen Währungen halt, wir haben hier eine Außenkerze stehen und der Markt schwingt jetzt seit gut einer Woche innerhalb der Außenkerze, die wir hier haben, zwischen dem Hoch und dem Tief hin und her. Das ist ein Überlegen. Da
Da muss man einfach schauen, was drauf wird. Wie schon, wenn wir hier über das Kerzenhoch drüber gehen, dann wird es wichtig, was passiert hier am Zwischenhoch. Das ist das Korrekturhoch bei 133,2. Und wenn das rausgenommen wird, dann ist zumindest mal dieser aktuell laufende Abwärtstrend Geschichte. Wird das nicht passieren, dann wird es einen Abprall von oben geben und wir laufen wieder nach unten und der Tagestrend läuft nach unten entsprechend weiter. Also hier ist überhaupt nichts gebrochen auf Tagesbasis. Das sieht in der kleineren Zeiteinheit, in der Stunde hier entsprechend, je nachdem, wie nah man den Markt traden möchte, natürlich ein kleines bisschen anders aus, wenn wir uns das Ganze mal abschauen, weil da ist der letzte Abwärtstrend hier natürlich der Bewegungstrend, der ist durch die Korrektur rausgenommen worden, dann gab es wieder einen Bewegungstrend nach unten und der ist jetzt wieder rausgenommen worden. Also das ist das Hin und Her an dieser Stelle und deshalb sagte ich, bitte mir, auch wenn solche Fragen kommen, einfach mal die Zeiteinheit sagen, auf der wir den Trend uns anschauen wollen, weil das sind gewisse Dinge, die hier da sind, aber wie schon gesagt, der Abwärtstrend auf Tagesbasis ist weiterhin intakt und wie schon gesagt, in der Stunde hier sehen wir das größere Bild, da ist auch wirklich alles intakt und das muss man einfach hier an dieser Stelle konstatieren. Wenn wir hier uns den letzten Bewegungsarm anschauen, der hier läuft, natürlich, der ist jetzt rausgenommen durch diesen kleinen Schub nach oben hin, nur das wird am Gesamtbild jetzt an dieser Stelle auch nichts ändern. Ich hoffe, das hat geholfen. Kleine Rückinfo wäre gut. Ansonsten weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, 8.30 Uhr, da sehen wir uns wieder live. Den Blog-Eintrag gibt es vorher. Allen gute Trades für den heutigen Tag und bleiben Sie gesund. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich drauf. Danke, bye bye.